Denn Gurren ist erstens voll aufgeladen und ich kann ihn ein wenig trainieren. So, und hier in dem Gebiet könnt ihr euch echt auf krasse Gegner vorbereiten, hier mit Bazookas. Und das Training hier ist super geil. Zack, Stufe 10, süße. Also hier investiere ich immer gerne etwas Zeit und pushe meine Charakter. Zack, goldene Kapsel habe ich auch noch. Ihr seht, wie viel Erfahrung das gibt. Nur allein diese Bazooka-Träger, ja, es ist so krass. Oh, da ist noch einer. Und Song Gohan kannst du hier super pushen. Ich glaube, es gibt immer noch eine Ecke, wo du Song Gohan noch besser trainieren kannst. Wo mehr auf einmal auftauchen. So, Level 11. Hi. Ja, ich glaube, hier war das auch. War das hier? Also hier schon mal super viele Gegner auf einmal. Oh, das ist schon der Secret-Bereich. Weiß gar nicht, ob ich hier schon was machen kann. Das ist übrigens auch total cool. Ein vierter Mann. Ey, danke, dass du mich gerettet hast. Die Mittel des Kriegsherrn haben mich hier für lange Zeit festgehalten. Ich habe eine Menge der Gefolgsleute erledigt. Du sollst einen sicheren Weg finden. Dem Himmel sei Dank. Ich werde für immer in deiner Schuld stehen. Nimm das, das hier ist bei meiner. Was? Ich habe es mir von einem der Gefolgsleute geschnappt. Yeah, eine goldene Kapsel. Wir den Typen gerettet haben. Ja, da musst du auch erstmal drauf kommen, dass du hier hinterher kannst. Das ist nicht so eindeutig. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier schon rein können. Ich gehe hier einfach mal rein. Ob wir da rein sollten. Da kommen wir auch gar nicht rein. Aber die Kapsel nehme ich mit. Komme ich da rein? Ne. Zu. Wird später dann noch wichtig sein, wenn wir hier. Was ist das denn? Gott, ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Gohan, Stufe 12. Stärke 2, na, also. Und jeder, der die Cell-Saga auch kennt, der weiß, Son Gohan sollte einer der Charakter sein, den man hochpusht. Aber was ist denn das da? Ich will mal eben gucken. Ja, Magie blockiert diesen Höhleneingang. Ah, okay. Was wird er denn? Tigerfuzzi. Gefolgsmann. Diese Gefolgsleute sind alles, was von der Armee des besiegten Kriegsherrn übrig ist, der einst über die äußeren Bezirke der westlichen Hauptstadt herrschte. Bericht zufolge war es Satan, der den Kriegsherrn besiegte. Weiß, er schießt einfach mit einer Bazooka hier rum. Die hat sonst nichts zu tun. Die kannst du auch super austricksen, weil die halt nur in eine Richtung schießen können. Es sei denn, sowas passiert. Stufe 13, geil. Hier geht es übrigens auch noch lang, den Weg gehe ich auch noch mal eben, einfach so, um mir zu zeigen. Und um zu trainieren. Södele. Voll gemoscht. Oh, drei Stück. Boah, so weggepustet.
Und ich glaube, hier gab es okay, gab's hier noch was? Wir sorgen mal eben für Ruhe hier. Und nehmen uns diese Kapsel mit. Plus 1. Also euch muss ich auch noch scannen. Marienkäfer. Dieser fliegende Roboter trägt das Abzeichen der Red Ribbon Armee. Und wenn ihr ihn scannt, zeigt sich, dass er für Bewachungszwecke entwickelt wurde. Der käferartige Roboter ist jedoch auch mit Verteidigungswaffen ausgestattet. Voll gefangen hier. Tigerbandit. Straftaten, nur das war alles als alt. Und hiermit können wir dann einfach mal rüberflyen. Und hier oben müsste das Versteck sein. Des Kriegsherren. Beziehungsweise. Oh, guck mal, die können wir sogar aufscannen. Eichhörnchen. Diese Nagetiere sind sehr niedlich und bezaubernd. Sie lieben es, Nüsse zu sammeln und haben einen buschigen Schweif. Voll schönes Haus. Oh, nice. Einmal absaven. Und Kuckuck. So, die nehme ich mir mal ganz einfach mit. Und da sitzt er. Hier können wir übrigens trainieren. Es bringt uns gar nichts, dagegen zu böllern. Es bringt wirklich null. Tja. Hallo. Robert. Robert, ja, ich habe den Stadtschlüssel geklaut. Aber ich hätte einen guten Grund dafür. Na klar. Ernsthaft, ich habe den Schlüssel gestohlen, weil Satin ihn einfach nicht verdient hat. Er behauptet, den Kriegsherrn besiegt zu haben, das stimmt nicht. Tag und Nacht sind die Männer des Kriegsherrn durch den Wald marschiert. Und das hat mich verrückt gemacht. Seit 30 Jahren lebe ich hier. Da kann ich diese Wilden doch nicht alles ruinieren lassen. Also bin ich zum Versteck des Kriegsherrn gegangen und habe es so richtig krachen lassen. Wumm, bam, Handkante an den Hals. Und dann steht auf einmal dieser Satan da und lässt sich für meine Taten feiern. Naja, stimmt. Du kannst ihn wieder haben. Wo habe ich ihn denn? Auf dem Kamin? Nein. Im Kühlschrank? Nee. In der Kommode? Nein. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ihn in einer Höhle der Wildnis versteckt. Die Höhle wird von einem Zauberspruch geschützt. Ich will den Zauber für dich aufheben. Ist klar. Die Typen könnten da jetzt so reingehen, aber nö. So, der Zauber ist gebrochen. Nimm den Schlüssel und verschwinde. Das ist doch der Typ, ne? So unfreundlich. Oh, warte mal. Auf jeden Fall noch mal eben den Hund scannen. Hund, ups. Ist das ein anderer? Ne, ist trotzdem Mensch, okay. Lass mich in Ruhe, Bernd. Manche Einsiedler sind vielleicht geschwätzige Partygänger. Ich gehöre zu der Sorte Einsiedler, die nicht gerne mit anderen reden. Ja, dann lass das doch mit dem blöden Schlüssel klauen. Weißt du, ich bin kein Partygänger, aber ich klaue hier einen Schlüssel um Aufmerksamkeit. Ach komm. Ja, er hat es ja aus dem richtigen Grund gemacht an sich, weil er halt. Ich hatte ja immer noch da drin. Hey Mann, lass, da kommst du weg. Na, die nehmen wir wieder mit. Hört auf damit! Stufe 15. Hey Mann, ich wollte nur aufs Meer gucken. Gibt's nicht. Sofortige Zerstörung. Der Schaden ist einfach so schön groß. Autsch. Autsch. Ich mach doch ja nichts, Mann. Das ist auch kacke, wenn die dich in der Enge haben, ey. Da kriegst du richtig Damage schon. Erstmal weggesprengt. Nice, Stufe 16. So, wo jetzt hier? Und hier ist nichts weiter als
der Schlüssel. Ja, es ist eigentlich falsch, dass wir den jetzt Satan bringen. Weil er hat es ja nicht verdient. Ja, aber bevor wir jetzt hier ewig über sowas diskutieren, debattieren, machen wir das jetzt einfach und bringen den Schlüssel zu Satan und dann ist auch gut. Ja, auf jetzt. Saved. Und ab geht's zum Bürgermeister. Jetzt taucht auf einmal kein grünes Männchen mehr auf, sondern einfach ein kleiner Junge. Oh, das ist dem Bürgermeister egal. Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Ups, da waren wir doch schon richtig. Njo. So, hier, nimm den Schlüssel und sei ruhig. Du hast den Schlüssel zurückgebracht. Danke, jetzt können wir die Zeremonie beenden. Halt, ich habe etwas zu sagen. Es war gar nicht Satan, der... Eine Zeit, wir müssen in 15 Minuten im Flugzeug nach Orange Star City sein. Also lass die Show beginnen, yeah. Für ausländische Tapferkeit und Mut verleihe ich dir, Satan, hier mit dem Schlüssel zur westlichen Hauptstadt. Dann mach doch. Mach doch, wie er meint. Nun, Gohan, es ist von der Zeit, hier zu verschwinden und mit dem richtigen Training zu beginnen. Goku wartet zu Hause auf uns. Das Tagebuch wurde aktualisiert. Und zwar trifft Goku im Ostdistrikt 439. Können wir das machen oder gibt es jetzt schon die Möglichkeit für Sidequesting? Also richtiges Erkunden. Nee. Nördliche Wüste. Das andere ist Capsule Corp. Nee, wir können auch nichts wirklich erforschen. Aber, warte mal. Ich bin nicht sicher. Oder können wir schon irgendwo anders hin? Ne, die Gebiete tauchen erst alle auf. Ne. Also es gibt verschiedene Gebiete, an die wir später noch kommen. Aber so erstmal nicht. Der Ostdistrikt. Ups, eigentlich wollte ich die noch scannen. Scheiße. Können wir später noch machen. Hey Jungs, wie war es in der westlichen Hauptstadt? Ich will nicht darüber sprechen. Wir haben also 3 Jahre, um zu trainieren, Papa. Genau, und wir sollten so sie besser gut nutzen. Ohne Scheiße, warum geht ihr nicht jetzt einfach die ganze Zeit in den Raum von Geist und Zeit? Mighty as hell, die werden so stark, das könntest du gar nicht begreifen. 3 Jahre später. Ja, total cool jetzt. Gohan hat Stufe 17 erreicht. Hat jetzt das Masenko H erlernt. Und Piccolo 17 kann Spezialstrahlkanone. Es ist Zeit, dass wir zur Menbo-Insel aufbrechen. Heute ist der Tag, an dem die Prophezeiung, dass die Junge, die Cyborgs ankommen, so quer werden. Monroshi will euch ein paar neue Tricks beibringen. Schaut bei ihm vorbei, sobald ihr könnt. Ich bin bereit. Gott, sieht so scheiße aus hier, ne? Du kannst jetzt die L-Taste verwenden, um die Energie. Da, Masenko. Total cool. So, hallo Schlange. Dankeschön. Ups. So. Und bevor wir dahin fliegen, fliegen wir natürlich sofort zu Monroshi, denn er will noch was von uns. Und natürlich können wir auch hier wieder scannen. Maron! Scout-Analysen können keine Gehirnwellen entdecken. Vielleicht funktioniert der Scout nicht richtig? Monroshi hat gesagt, dass mein Krillin nach einem roten Band suchte. Ich wette, das ist für mich. Oh, Krillin.
Ja, auf jeden Fall, Red Ribbon. Aber wo ist Mutant Roshi denn jetzt hin? Roshi, wo bist du? Oh, eine Schildkröte. Sehr leere Schildkröte. Naja, ist gut. Sieh denn, Roshi, die Schildkröteneinsiedler befallen Einsiedler deine Menge Freunde. Und erstmal eine goldene Kapsel einfach hier. Total doof. Oh, Shaozu. Den muss ich auch noch scannen. Shaozu ist ein mysteriöses kindliches Wesen. Trotz seiner kleinen Statur und seiner kindhaften Aussehens hat Shaozu unglaubliche telepathische Kräfte und kann bei anderen Wesen telekinetische Lähmung hervorrufen. Shaozu ging einst beim Kampfsportmeister Shen zur Schule, wurde aber später ein Schüler von Roshi. Man sieht ihn oft zusammen mit dem Kampfsportler Tenshin Han. Mit Baron stimmt irgendwas nicht. Oolong. Oolong. Oolong ist ein Schwein. Und auch Analysen lassen darauf schließen, dass Oolong mehr als nur ein gewöhnliches Schwein ist. Diese Mario ist nicht besonders helle. Wie sich Dr. Terry im Kühlschrank nach Kelly gesucht. Was sind im Kühlschrank? Und Mutant Roshi. Mutant Roshi, der oft auch der Schildkröteneinsiedler genannt wird, ist ein Kampfsportmeister, der viele große Kampfsportler ausgebildet hat. Historische Texte, die zurzeit mehrere hundert Jahre alt sind, erwähnen bereits einen Schildkröteneinsiedler namens Roshi. Aber es kann sich unmöglich um einen und denselben Mann handeln. Vermutlich hat er den Namen des Schildkröteneinsiedlers angenommen. Roshi ist berühmt für seine Kamehameha-Technik. Eines solltest du wissen, ich bin zwar alt, aber ein Meister der Kampfkunst. Ich will dir sicher noch ein oder andere beibringen. Ich bin mir beispielsweise sicher, dass du die Supertritt-Technik nicht kennst. Um den Supertritt auszuführen, musst du den Nahkampf gedrückt halten und eine Weile aufladen. Sobald die Attacke fertig aufgeladen ist, lässt du den Nahkampf wieder los und du wirst deinen Gegner einen mächtigen Tritt verpassen. Echt? Wie ist das denn? Und Roshis Schlafzimmer voll lächerlich eingerichtet. Guck mal hier, jetzt machen wir das mal. Geschafft! Geschafft! Voll cool. Okay, das gab's. Das ist das Einzige, was man hier machen kann. Wir können auch. Doch, wir können auch mal zu Piccolo wechseln. Kann er das auch schon? Nee, wir gucken mal, ob er auch noch was lernt. Von ihm. Guck dir Piccolo rein. Ja, weil ich mir die Wirbelschlagtechnik nicht kennst. A drücken, cool. Piccolo kann den Wirbelschlag. Ausprobieren. Geschafft. Geschafft. Toll, dreht sie im Kreis. So eine prima Ballerina. Guck mal hier. An der Stange festhalten und drehen. Sehr schön, Piccolo. Jetzt müssen wir zur Hauptstadt, zu der Insel. Denn dort sind die Cyborgs. Amenbo-Insel. Jetzt können wir erstmal nochmal die scannen, die wir noch gar nicht gescannt haben. Yamchu. Ups. Ach man. Krillin. 1800, Alter. Bulma, Gohan und noch einmal Goku. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt wird es ernst. Ich denke, ich bin gut vorbereitet. Ich wünsche, es wäre nicht der Ende. Ich hoffe, du hältst mich nicht verrückt, aber was ist eigentlich mit deinem Kind? Ist er dein Sohn, Yamchu? Der ist nicht mein Sohn. Wenn er schon ein Schock ist, deutet er es mal ab. Wartet, bis er erfahrt, wer der wirkliche Vater ist. Ich wette, es ist Vegeta, stimmt's, Trunks? Hä? Wer hat dir das verraten, Goku? Ich wollte das geheim halten, das sollte eine Überraschung für euch sein. Also, eigentlich habe ich bloß geraten. Sieht ein bisschen mehr aus wie Vegeta. Aber seinen Namen hast du auch erraten? Ja, ziemlich unwahrscheinlich, nicht wahr? Vielleicht bin ich ja ein Telepath. Unglaublich, wer hätte gedacht, Bulma und Vegeta. Und wenn wir beim Thema sind, wo ist Vegeta? Keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit nicht viel zu Gesicht bekommen. Ich weiß, dass er trainiert hat, um hierher zu kommen. Aber seit der Sache mit dem Baby habe ich ihn ein wenig aus den Augen verloren. Er wird schon auftauchen. Lässt sich doch keinen Kampf entgehen. So, Tenshin Han. Und ja, Jirobi. Ja, Jirobi. Bist du gekommen, um im Kampf gegen die Cyborgs zu helfen?
Auf keinen Fall. Ich bringe euch nur sein Zubehör von Karin. Geil. Ich verschwinde hier, sobald die Cyborgs auftauchen. Wenn ihr bleiben und euch umbringen lassen wollt, ist das euer Problem. Ja, die Cyborgs werden dann so oder so alle töten. Aber Leute, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tenshinhan flippt voll aus, er kann es kaum mehr abwarten. Ihr hoffentlich auch nicht, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.